Hi, ich bin Markus und in diesem Video werfen wir einen Blick darauf, wie wir Prozentsatz von Gesamt oder Anteil von Gesamt mit Sicherheit auf Zeilenebene abbilden können. Oder anders gesagt, Prozentsatz von Gesamt mit Rollable Security. Das Problem, was wir haben, ist, dass sobald wir Rollable Security anwenden und wir zum Beispiel über die Sales Territory Tabelle die Umsätze im Sales für Frankreich filtern, uns der Zugriff auf den Gesamtwert fehlt, weil der Benutzer einfach nicht diesen Gesamtwert sehen darf, weil er ja nur auf Frankreich berechtigt ist. Wenn wir das trotzdem anzeigen möchten, müssen wir dazu eine weitere Tabelle anlegen, indem wir die Umsätze gesamt sehen können, aber um der Sicherheit entsprechend Genüge zu tun, sollten wir hier alles an Informationen herausfiltern, die der Benutzer für diese Anzeige des Gesamtwertes nicht braucht. Also wir machen eine verdichtete Tabelle, eine Summierung der Tabelle auf die relevanten Daten, die wir für das Gesamtwert benötigen. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal mit Power BI Desktop an. Dafür gehen wir hier in diese Datei. Und ich habe hier auch schon einiges vorbereitet, so dass wir das jetzt hier einfach mal durchgehen können. Wir haben hier unseren Umsatz und wir sehen auch hier eine Spalte, wo der Prozentsatz vom Umsatz berechnet wird. Das wäre jetzt hier die Lösung, die nicht funktioniert. Das bedeutet, wir machen eine Division, wir nehmen unseren entsprechenden Umsatz und wir dividieren ihn durch alles, was wir hier in der Sales-Tabelle nicht ausgewählt haben. Also das heißt, der Gesamtumsatz wäre 100% und jeweils auf den einzelnen Sales-Territories wird dann eben der Anteil vom Gesamt ausgewiesen. Ähnlich haben wir das hier bei den entsprechenden Kategorien innerhalb der Produktkategorien, dass wir eben hier sehen, was der Anteil im Prozent ist zur Gesamtumsatz in den allen Kategorien, die innerhalb dieser Tabelle angezeigt werden. Gehen wir jetzt aber auf die Modellierung und sagen Anzeigen als und würden uns jetzt nur Frankreich anzeigen lassen, sehen wir, dass für Frankreich der Umsatz von Frankreich 100% ist bei dieser Logik, weil er kann eben nicht die anderen Sales Territories in dem Moment hier einsehen. Und auch hier bei den Produktkategorien teilt sich das jetzt mal auf, aber das ist diese Verteilung von dem Gesamtumsatz innerhalb von Frankreich und eben nicht über das vom Gesamt. Wir gehen wieder entsprechend zurück. Wie können wir das Ganze nun umgehen? Also, wenn wir das Ganze umgehen möchten, müssen wir uns eine summierte Tabelle machen. Die habe ich hier vorbereitet. Und zwar ist das hier die Summarized Table. Und was habe ich in der Summarized Table gemacht? Ich habe mir die Schlüsselspalten aus unserer Vertriebsumsatztabelle rausgesucht, die ich gruppieren möchte. Das wäre jetzt im Prinzip der Reseller, der Kunde, das Produkt und das Buchungsdatum oder Orderdatum. Hinausgelassen habe ich den Sales Territory Key, weil über den Sales Territory Key möchte ich ja gar nicht filtern. Und ich möchte auch sicher gehen, dass der entsprechende Anwender keine Rückschlüsse machen kann, in welchem Sales Territory denn der andere Umsatz angefallen ist vom Gesamtumsatz. Wenn ich diese Schlüssel angelegt habe, dann füge ich hier noch eine Spalte hinzu, in der ich mir den entsprechenden Umsatz zusammensummiere und habe dann eine weitere Berechnung angestellt, in der ich hier die entsprechende Division mache vom Sales Amount, der gerade angezeigt wird, zu dem Gesamtumsatz aus dieser summierten Tabelle, auf die auch keine Filter wirkt. Im Datenmodell haben wir jetzt also zwei Ansichten, nämlich einmal gibt es die Ansicht auf unserem Gesamtsales, in dem die verschiedensten Stammdatentabellen mit dem Sales verknüpft sind und entsprechend die Filterung durchreichen. Das heißt, auch hier wird über den Sales Territory der Umsatz gemindert auf Grundlage der Rollable Security. Aber es gibt eben auch eine Ansicht, in der wir die summierten Sales haben, die nur über die gemeinschaftlichen Stammdatentabellen Produkt, Datum, dem Reseller und dem Kunden gefiltert wird und so noch den Umsatz aus allen Sales Territories beinhaltet.
Wir können das dann auch ganz gut sehen innerhalb des Berichtes. Wir haben aktuell keine Filterung drauf und sehen hier, dass wir in dem Land Frankreich 8,8% vom Umsatz ausmachen. Und wenn wir hier jetzt wieder die Rolle anwenden auf Frankreich, sehen wir, dass diese neue berechnete Spalte mit Anteil Gesamt 2 genau angeben kann, dass dieser Umsatz von Frankreich 8,8% vom Gesamtumsatz ausmacht. Und genauso können wir hier in der Produktkategorie auch sehen, dass der Gesamtumsatz der ganzen Produktkategorien in Summe 8,8% vom Gesamtumsatz ausmacht, weil wir hier nur auf Frankreich gucken. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen zu verstehen, was wir machen müssen, um eben auch einen Anteil vom Gesamt mit Rollable Security anzeigen zu können. Bei Fragen schreib es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!